Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Last Epochs Let's Play Gameplay. Jo, wir sind wieder ein bisschen ready für einen neuen Patch, der erscheint am 25.05.2023, an meinem Geburtstag. Und es wird wahrscheinlich ein bis zwei neue Akte geben. Es wird sehr viele neue Items geben, ein paar Verbesserungen, wie zum Beispiel die Leash-Form, die ich hier habe, wird verbessert. Ich hoffe, verbessert. Die war bis jetzt schon ein bisschen gut, aber nie so richtig heftig gut. Und das will ich natürlich wieder ein bisschen spannender haben. Ich will manche Skills einfach ziemlich spannend haben, also spielenswert haben. Und in letzter Zeit, einfach seit dem letzten Patch, habe ich immer wie weniger das Gefühl gehabt, ich muss Speeds testen, ich will sie gerne spielen und so. Und habe ja diesen Rot Mint Leash, wie ihr seht, gefunden. Je mehr wir haben, desto mehr Schaden machen wir auch mit diesen Hungering Souls, die ich jetzt hier caste. Und ab und zu bekomme ich mehr von diesen Seelen. Genau. Und die Hauptschadensquelle sind natürlich diese Geister, die hier rumlaufen und Gegner attackieren mit so Giftprojektilen. Und selber in der Nähe dort machen. Also Damage over Time. Schaden über Zeit. Genau. Das ist eigentlich der Bild. Wir tun die Gegner auch ein bisschen schwächen mit diesem Zauber. Das sieht ziemlich geil aus. Das ist Rotten Flash, wie das heißt. Ein Spirit Plug ist das, okay. Damage over Time, das könnte ich ja gebrauchen, aber ich habe ja die zwei Ringe. Ich muss irgendwie die Defensive noch ein bisschen ausbauen. Ein neues Amulett muss ich haben. Ich will ja nicht, muss ja nicht unbedingt gritten mit dort. Und eigentlich dann einfach einen Ring nehmen, sobald ich nicht mehr so das Level brauche und so, dass dann der Ring gibt und der dort nicht mehr oder ein bisschen besseren dort habe, nehme ich dann einfach einen Ring raus. So, die werden gerade angegriffen. So, irgendwie muss man abwarten, bis sie angreifen. Also, habe ich irgendwie das Gefühl. Wir warten einfach, bis die Gegner angreifen. So, jetzt bin ich in der Leash-Form für einen größeren Gegner. Aber er ist zu schnell weg. Also ich muss da noch ein bisschen Live-Leash oder so haben, damit er ein bisschen länger funktioniert. Und dann muss ich ihn natürlich noch so leveln. Das ist Soul Feast, okay. Genau. Kommt jetzt der Falcon hier bald im nächsten Patch, also nicht der Patch, der jetzt dann bald rauskommt, aber im nächsten Patch wird er rauskommen, hoffentlich. Und der Rune Master, glaube ich, heißt er. Und der andere ist noch der Akkulit. Nein, der Akkulit ist ja der normale. Hier, der Leash. Ich weiß nicht genau, wie welche die dritte Klasse ist. Rune Binder. Und irgendwas mit Kolli, also mit irgendwelchen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist schon ewig her, seit ich mich nicht informiert habe. So, der Leash, der braucht irgendwie ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit, habe ich das Gefühl. Crit Chance, Damage, das ist 40, das ist 20, dann gehe ich auf den, der 25 wird. Brauche ein bisschen Damage noch, ich brauche beides.
Diesen Bait haben wir angefangen in den Livestreams. Ich habe da noch ein bisschen weiter gemacht. Und ja, sind ja langweiligere Quests. Back. Ja, es ist. Wo man einfach zurückgeht. Oder? Und so, die habe ich gemacht. Ja, weil der Bait ist auch mir ein bisschen langweilig zum Leveln. Also, jetzt gerade macht es sehr viel Spaß, aber wenn man jetzt irgendwie zurück muss oder so, dann ist es für mich langweilig. Boah, ey. Gottchen, da kommt so ein Schneller. Ich wäre fast gestorben. Ich bin noch tot, oder? Tot. Los. Deathless. Genau. Ich bin noch todlos. Ja. Seitdem ich so viel Spanisch lerne, bin ich echt nicht mehr so gut im Englisch. Ich sag's lieber auf Deutsch, bevor ich es falsch auf Englisch lerne. Ja. Das ist ja auch sehr gut. Jo, Deutsch ist halt immer noch nicht draußen, ne, so ein Und. Jo. Ich bin froh, dass ein neues Update kommt. Auch wenn das andere Update, glaube ich, Anfang März oder so war. 9. März, glaube ich. Ist es mir zu wenig. So ein Spiel, das jetzt nicht unbedingt so mega qualitativer Content hat, Geschichte und mehr Spielwert und so, ist es jetzt ja ein bisschen doof, dass es nur alle 2-3 Monate ein Update gibt oder wie vor dem Multiplayer-Update halbes Jahr oder so. Ist ein bisschen nervig. Da muss Last Epoch viel mehr Content haben, also Dungeons mehr und irgendwelche Items zu erfahren geben richtig. Also jetzt. Es ist noch ein bisschen zu wenig los, man weiß auch nicht, was man mit den Items machen soll. Es ist halt einfach noch zu wenig Content. Es ist noch zu früh. Ich kann schon verstehen, dass die Leute natürlich, die Entwickler, sehr viel Content haben wollen, ist aber nicht umsetzen können und einfach nicht nachkommen. Ich kann es völlig verstehen. Ich sag nie einem Entwickler, macht jetzt mal wirklich das fertig und vorwärts und alles mögliche. Ich will einfach den Content. Ob er jetzt ein halbes Jahr dauert oder 10 Tage oder so, ist mir nicht so schlimm. Aber ich will einfach Content. Und wie sie es umsetzen, ist mir egal. Sie sollen einfach Content bieten. Also, ja. Muss ja nicht immer so mega schön aussehen oder so mega balanciert sein. Hauptsache irgendwie, ja, etwas zu machen. Und ich bin ja selber an einem Spiel entwickeln. Ich habe nie das Gefühl, ich bin überarbeitet, weil ich ja nicht so viel will. Ich will gar nicht mal so viel umsetzen. Ich will, dass es den Leuten Spaß macht. Und da muss man nicht mega, weiß nicht, Laufwege und so machen. Es kann alles ein bisschen in der Nähe sein, es kann alles auch ein bisschen spaßiger sein. Hast die ganze Zeit das Gestrecke oder das Gegrinde und so weiter. Kann die sicher stehen. Oh. Standbild? Nein! Wieso ist das gerade an dieser Stelle gecrashed? Hallo, Last Epoch, nicht crashen. Ja gut, Last Epoch. Hast du auch noch Windows 11 Probleme, hä? Leute, wieso fixt ihr das nicht? Wieso ist Windows 11 immer noch so ein Crash fest? Aber bei Windows 10 auch so. Wir sind 29 noch 2 Level. Geil.
Okay, Webcam geht noch. Bei Minecraft, wo ich gecrashed bin, ist OBS ja gefreezed. Und die Webcam nicht mehr. Und das Spiel wurde nicht mehr erkannt. Ich war auf dem Desktop scheinbar. Wurde einfach nicht erkannt. Aber ja, Windows 11, Probleme mit OBS und so. Oh. Mit GeForce Grafikkarten. Grafikkarten. Ja. Ich weiß nicht, aber immer, je öfter ich Gothic 2 Nacht des Rabenslang höre, desto mehr rede ich schon ein bisschen Gothic. Der Nächtle auf der Rabe. Voll schwäbisch. Jo. Die fliehen halt auch immer wieder mal von diesen Geistern. Ich weiß nicht, ich mag es jetzt nicht so sehr, aber es wirkt schon sehr fest, weil. Ich weiß nicht, wie findet ihr Fliehen oder vor allem, wie findet ihr Refleck? Wenn irgendwie das reflektiert, ich mag die Sachen einfach überhaupt nicht. Keine Ahnung, müssen nicht sein. Oder meint ihr, das muss sein? Also ich finde die Games, wo zum Beispiel Reflekt da ist, wie zum Beispiel Titan Quest, einfach dann nicht mehr so spielenswert, weil ja, ich will nicht immer schauen, dass ich nicht selber verletzt werde. Das ist ein bisschen doof. Und fliehen eben, das nimmt nur den Spielfluss irgendwie. Vor allem die Gegner fliehen halt immer dann stur, geradeaus und so. Ist nicht so meins. Aber gut. In diesem Bild halt ein bisschen vonnöten. Das sind immer alle blau. Weil die einfach zu wenig gute Modifier haben. Ja. Hui, bin ich froh, hier durchzukommen. Ist ein bisschen nervig mit diesem Bild. Muss doch viel spammen. Ja. Nicht so schlimm. Jo, ich freue mich auf jeden Fall auf die Monolithen mit diesem Bild. Der wird heute hoffentlich ein bisschen mehr zu lang. Ist jetzt auch schon relativ stark. Und die Gegner einfach hinterher kommen. Jo, und ich will euch natürlich auch ein bisschen die Kampagne noch zeigen. Ohne Crashs bitte. Ja, Windows 11, ich bin eben kein Fan. Ich habe es jetzt trotzdem gemacht vor ungefähr fast einen Monat. Und hab's bereut. Hab's wirklich bereut. Indem ich weiß jetzt ja nicht, wie ich nach dem Patch diesen Bild weitermachen kann. Wahrscheinlich schon gut. Eben vielleicht sogar noch besser durch den Leash Rework. Und sonst, kenne ich leider noch nicht viel. Also einen Trailer habe ich geschaut, der Teaser, der hat gar nichts gesagt, gezeigt. Und es geht wahrscheinlich mit dieser Raylaif weiter. Vielleicht stirbt sie sogar. Das Klettkönig wird wahrscheinlich noch nicht besiegbar sein. Und gibt es den Endkunden? Wahrscheinlich schon. Gibt es den neuen Dungeon? Wahrscheinlich nicht. Die Monolith werden auf jeden Fall überarbeitet. Die machen hoffentlich jetzt mehr Spaß. Also machten schon Spaß, aber nicht genügend. Also es war zu viel wiederholen. Und die Arenas waren zu wenig. Die musste man nicht machen. Die waren nicht sehr belohnend. Außer vielleicht die ganz großen Arenen. So, jetzt haben wir 14 Minuten. Ja, ich bin eben zum Teil ein bisschen Schwabe, also einfach über die Grenze bei Basel, also ganz im Südwesten von Deutschland, der Nordwestschweiz, bin ich aufgewachsen.
Meine Großmutter kommt aber von über der Grenze, also ganz südwestlich von Deutschland. Und die hat aber nie die hat nie geschwabelt, die konnte perfekt Schweizerdeutsch. Ich kenne nicht viele Deutsche, die richtig gut Schweizerdeutsch können. Das kann man ja auch nicht so viel lernen. Also man kann es nicht einfach so lernen wie Englisch oder also Französisch, sondern man muss wie reinleben sich. Und die meisten reden aus Respekt und nie Schweizerdeutsch. Und ja, sie wollen es einfach nicht, sie sind zu scheu, denke ich mal. Aber was meine Mutter so drauf hatte, also meine Großmutter und Großvater, die waren heftigst intelligent und ja, haben sich mega gut gehalten im Leben. Waren eigentlich nie alt oder zu alt. Hä? Okay. Hat einfach keinen Skin. Jo. So ein schwarzes Symbol. Wieso nicht? So. Hallo, ja, da oben. Ein wenig Reichweite, also wir sind langsame Projektile. Ich brauch doch Gold. Richtig toller Bild, also es ist ein bisschen, ja, nicht nervig, er ist nicht stressig, er ist irgendwie so richtig genau meins. Außer, dass er eben bei vielen Monster-Spawns und so ein bisschen nervig zu spielen ist. Also ein bisschen, ja. Je mehr Gegner kommen, desto nerviger ist er. Gegen große, vor allem also viele Builds haben einfach gegen dicke Gegner, also richtig zähe Gegner, Probleme. Und das hat der Bild irgendwie nicht. Obwohl er ein Dot ist. Also er müsste ja nicht so schnell Gegner killen können. Ja gut, ich habe auch gut hier und nix, aber. Ja. Und ich habe ja auch gute Nots, die den Dot erhöhen. Jetzt muss ich kurz schauen. 7%. 4 mal 8 sind ja 7. Ja, wieso nicht? Zuerst den fertig, dann der andere fertig. Weil der hat Damage over Time, da wirkt auch Bluten und so drauf. Und beim anderen, auch wenn er 7% ist wie der andere, der vordere Not, der erhöht den. Ne, ich kann kein Level 85er Boss gehen, tut mir leid, sonst würde ich das noch machen. Ja, vielleicht jetzt nicht gerade in einer Aufnahme. Aber eventuell, wenn ich einen guten Bild dann habe, das muss ja nicht der unbedingt sein oder so, werde ich mal schauen, ob ich den Leuten helfen kann im Chat. Aber das wäre vielleicht eher das Nächste. Ja. Ich habe jetzt mehrere Builds sehr weit gemacht. Ich habe nie so das Gefühl gehabt, ja. Der ist jetzt bereit, um jemandem zu helfen. Oder der wird das jetzt auch gerade machen. Weil meistens hast du so einen Drang, du willst unbedingt den Charakter fertig ja, skillen. Du willst unbedingt Level 100 werden. Ich habe es noch nie geschafft in diesem Spiel. Dafür spiele ich halt viel zu wenig. Ich spiele halt ständig, aber immer zu wenig. Und dann hast du immer so das Gefühl, ja doch, du wirst lieber einen neuen Charakter beginnen. Oder, ja, du hast einfach zu wenig Zeit zum Grinden. Und, ja. Trotzdem habe ich jetzt eigentlich vor, mit diesem Bild oder mit einem besseren Bild dann noch Level 100 zu erreichen. Als erstes, also zum ersten Mal. Sehen wir wieder diese Erdtaste drücken. Ja, der braucht ein bisschen länger, da merkt man schon den Dot, der ist ein bisschen zu schwach noch. Ja. Ich finde die Regeneffekte so mega geil, wenn es gerade so mega stürmt, was es ja gerade nicht macht.
Das ist ein guter, also ein guter Ring. Ja. So eine Base mit weniger ja, Hofschaden, Mana, Kosten. Ist eigentlich ziemlich gut. Also es gibt momentan einen Bild, der geht auf Bleed, Bluten, also Hämmer, die bluten. Liebe Entwickler, wie können Hämmer bluten lassen? die sind doch stumpf. Ich suche immer noch die Taste. Level 31. Ich hätte vor dem... Nein, ich habe... Nee, ich habe kein Level bekommen. Ich hatte vorher schon nutzen können. Ja, egal. Jetzt haben wir so ein bisschen verspätet genommen. Weil ich eben dachte, Level 31er Items sind nach dem Boss. Ja, ich bin schon früher Level 31 geworden. Der Schaden zeigt sich jetzt noch nicht so direkt. Ja. Aber eben ein Level. Das heißt, hier auch nochmals. Die Frequenz ist okay. Jetzt kann ich da nochmals einen Punkt rein. Oh, die Skelette. Die Skelette, die Skorpio. Aber die Skelette, ja, die machen sehr viel Schaden. Aber am Skorpion meine ich. Natürlich. Der Schaden auch recht groß. Also wenn er mehr Leben hat. Geil. Und cool finde ich auch, ich muss manchmal die Gegner gar nicht angreifen. Der AOE ist halt schon so mega riesig. Oh, richtig toller B-Ding. So, wirklich schön. Ja genau, schön mal abhauen. Ich hoffe, sie machen so ein bisschen etwas an der Drop-Shows und so. Ich habe kaum Items, um mich zu verbessern. Ja, und sind halt einfach die Unix sind ein bisschen zu häufig, die wirklich Builds sehr gut dominieren. Und ja, ich spiele extra jetzt nicht unbedingt so optimal. Also die ganze Zeit in Leash-Form, die ganze Zeit auch diesen Angriff verwenden, Spirit Pledge oder Plague. Und jo, er macht ja auch Spaß, wenn er ein bisschen länger dauert. Oder schalte gerne Speedrunner. Ich kenne viele Kollegen, die sind Speedrunner, aber eher so von, weiß nicht, Jump'n'Runs und GTA. Oder zum Beispiel Goffe. Ja, es hat eine Serie, eine Spieleserie, die schon lange nicht mehr geupdatet wurde. Also der letzte Teil kam, glaube ich, 2007-2008 raus. Und ja, es ist halt ein bisschen doof, aber die Community lebt, also Deutsche, Polen und irgendwie so Ukrainer und so spielen diese Spiele gern. Und mich freut es, also. Den hat auch so ein typischer Oberdeutscher. Ja, die Gegner haben ein bisschen mehr Zähigkeit erlangt. Das ist Transplant. So. Was der eigentlich hier macht, verstehe ich gar nicht so. Der ist irgendwie gestorben, ist aber die Seele ist einfach verloren. Und der zeigt uns so ein bisschen, oh, da müssen wir jetzt kurz durch und so. Hier ist ein Mega-Skorpion mit Elementarkräften. Ja. Dann ein großes Idol. Physical Damage brauchen, glaube ich, nicht so.
Ja, definitiv nicht. Wir müssen auf Giftschaden gehen. Ja, diese Idole, nein, nicht die Idole, die ergänzen. Sind vielen einfach so ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, ich sammle sie einfach ein. Ich sag da nichts dagegen, aber ich will sie jetzt auch nicht ständig ansammeln. Okay. Ja. Sind halt einfach, ja, Schatz. Also Splitter. Für mich irgendwie die Reagenz in das Keim. Ja. Aber wieso macht mir Last Epoch so viel mehr Spaß als andere Action-Rollenspiele? Weil es mir einfach ein bisschen an Sacred 2 erinnert. Und an Dungeon Siege 1. Und die liebte ich ja, diese Spiele. Klar, ein Content ist wahrscheinlich bei Pass Effect sei mehr. Und Diablo 4 ist jetzt momentan einmal im Munde. Aber ja, vielleicht habt ihr es schon gehört. Ich spiele dieses Spiel nicht. Ich werde vor allem von Diablo jetzt eine Pause machen. Das hat mir nicht überzeugt. Ich habe mehrmals immer wieder ganz viel geschaut in den Beta-Tests. Es macht mir keinen Spaß. Und dieser Spaß, der mir fehlt, der existiert in Last Epoch. Ja. Es dauert einfach ein bisschen einige Zeit, jetzt auch wieder durchzuleveln und so, aber mir macht es trotzdem Spaß. Auch wenn ihr das wahrscheinlich bei mir gar nicht seht. Ich bin jetzt nicht der, der mir sagt, oh wow, hier ist ein Gegenstand, oh, hier ist wieder Tolles, hätte es gedruckt und so. So bin ich nicht, oder? Ich bin nicht so der mega auf Zuschauer ausgerichtete Let's Player. Ich bin auf die Spiele ausgerichtet, ich spiele die Spiele so, wie ihr sie wahrscheinlich auch spielt. Und wenn ihr irgendwie Sachen wissen wollt, dann dürft ihr mir jederzeit fragen, aber ich muss sie nicht 20 Mal sagen. Ich muss sie nur 19 Mal sagen, mein Schatz. Und jo. Ich mag die Let's Player nicht. Ich will so bleiben, wie sie damals cool waren und toll. Heutzutage schaust du eigentlich nur noch aus Werbezwecken, wenn du dich informieren willst über ein Game oder so. Und finde ich schade. Also es ist, ja, es sind, seid nicht zum Beispiel ihr, aber es ist die Mehrheit, die überwiegende Mehrheit. Und es ist ein bisschen schade, dass alles nur noch kommerziell und ja, wenn jetzt zum Beispiel das Spiel jetzt gerade nicht mehr so gekauft wird, ja, hören wir auf mit dem Let's Play. Klar, ich habe manchmal auch Projekte, wo ich mir sage, muss ich das unbedingt weitermachen, ja. Das sind meistens Games, die wirklich entweder keinen Spaß machen, irgendwie nervig vom Schwierigkeitsgrad sind oder vom Storytelling oder so. Oder einfach nur gar keine Zuschauer bringen. Und wenn ich gar keine Zuschauer habe, wieso müsste ich eigentlich weitermachen, oder? Ist ein bisschen schade. Auch in erster Linie, aber gibt es heutzutage immer wie mehr. Ich weiß gar nicht, was ich skillen muss. Außer den hier. Ich mach mal einfach hier rein. So. Ja, der Damage ist irgendwie wieder hoch. Und trotzdem hat sie einen zäher Gegner. Man weiß bei manchen Builds gar nicht so, ob der Schaden jetzt kommt oder nicht. So mehr Leben hat allgemein da ein bisschen mehr Zeit. Kannst du mal aufhören dort zu sein? Gegner von der KI. So.
Also, Leash habe ich ein bisschen vergessen. Ja, der Bild ist schon sehr entspannt. Da kann man mal eine Leash-Form vergessen. So, Cooldown ist sicher gut. Es gibt übrigens ein Bild, der mega auf Cast Speed auf Mini, auf wie heißen die Mages oder? Auf Skeleton Mages geht. Aber den würde ich jetzt zum Beispiel nicht ausprobieren können, wenn wir einfach die Items wählen. Jo, dann geht das auch noch nicht. Man kann, glaube ich, Sachen droppen, oder? Dass der andere es sieht. Aber irgendwie so richtiges Handeln geht halt noch nicht. So, jetzt haben wir 30 Minuten. Jo, wie es weitergeht, erfahrt ihr dann im nächsten Part. Ich weiß jetzt nicht, welcher Part es ist. Aber ich denke, ich beginne wieder neu. Und jo, dann hoffentlich am 25. dann mit ein bisschen mehr jo, Content. Genau. Dann bis zum nächsten Part, wenn ihr Lust habt, oder zu einem Livestream. Jo, tschüss und schönen Tag. Tschüss.